Ja, willkommen im Maritimen Museum. Ich möchte Ihnen heute über die Anfänge der Kreuzfahrt berichten, insbesondere über das erste gebaute Kreuzfahrtschiff dieser Welt. Wir schreiben das Jahr 1889. Die Augusta Victoria war das größte deutsche Passagierschiff damals gewesen und es war von Harpak mit seinem Direktor Albert Ballin im Nordatlantikverkehr eingesetzt von Europa nach Amerika. Besonders im Winterhalbjahr war die Auslastung sehr, sehr schwankend und sehr unbefriedigend. Und so sinnierte Albert Ballin über eine Möglichkeit nach, wie man dieses Schiff besser beschäftigen konnte. Und so hatte er eine grandiose Idee, den Umbau zu einem großen ersten Kreuzfahrtschiff. Er hat die Schiffe dann aus dem Verkehr gezogen, hat die Maschinenanlage gedrosselt, dass er nicht mehr so viel Treibstoff verbraucht und hat das Schiff sehr luxuriös ausgestattet. Hier sehen wir zum Beispiel das wunderschöne Geschirr der Augusta Victoria, handgearbeitet mit diesem tollen, breiten Goldrand. Ja, und so war es dieses Schiff, was dann am 22. Januar 1891 von Cuxhaven losfuhr mit Luxusreisenden ins Mittelmeer. Man fuhr über Southampton, Gibraltar, dann lief man Genua an, Alexandria, man lief Beirut, Konstantinopel, Malta und zum Schluss noch Palermo und Neapel an. Und die Nachfrage von diesen Luxusreisenden war enorm groß, was Albert Ballin dann dazu veranlasste, dieses Schiff nochmal 1896 zu verlängern. Aber das reicht immer noch nicht aus. Dieses Schiff war ja ursprünglich konzipiert worden für die Atlantikfahrt. Das heißt, es hatte recht kleine Kabinen nur und die Aufenthaltsräume waren auch nicht besonders groß und luxuriös gewesen. Und das Deck war natürlich für die Atlantikfahrt ausgelegt und nicht für Sonnenbreitengraden im Mittelmeer. Und so hatte er wieder eine ganz neue, grandiose Idee. Er sagte, ich baue das erste Kreuzfahrtschiff dieser Welt, was in seiner Konzeption, in seiner Planung, in seiner Verwirklichung gleich als Kreuzfahrtschiff gebaut werden sollte. Und dieses Schiff ist in Deutschland gebaut worden. Albert Ballin erteilte damals an die große Hamburger Werkblum fast diesen Auftrag. Und da er befreundet war mit dem deutschen Kaiser, sollte dieses Schiff den Namen seiner Tochter tragen. Prinzessin Victoria Luise. Ja, das Schiff hatte zwei Masten, es hatte zwei Schornsteine, war weiß angestrichen und die Silhouette glich einer wunderschönen Privatjacht. Der Kaiser selbst hatte damals Albert Ballin beim Bau und bei der Ausstattung dieses Schiffes selbst beraten. Und als er irgendwann dieses Schiff dann inspizierte, hatte er dann zu Albert Ballin gesagt, eigentlich bin ich richtig traurig, weil mein eigenes Schiff, die Hohenzollern, ist viel, viel kleiner und überhaupt nicht so luxuriös. Ja, dieses Schiff verfügt über 120 Luxuskabinen in der ersten Klasse. Jede Luxuskabine bestand aus zwei großen Räumen. Es gab ein separates Bad und natürlich auch eine separate Toilette. Neben den normalen Aufenthaltsräumen gab es aber erstmals eine Bibliothek. Es gab einen Fitnessraum und es gab eine Dunkelkammer für Amateurfotos. Ja, und so war es also am 5. Januar 1901, dass dieses Schiff von Hamburg nach New York über den Atlantik fuhr. Es war die erste Kreuzfahrt dieses Schiffes. Und es sollten noch viele Kreuzfahrten folgen, nämlich ins Mittelmeer, in den Orient und natürlich auch in den skandinavischen Bereich rein. Nach seiner sechsten Atlantik-Überquerung startete im Dezember 1906 dieses Schiff von New York eine Fahrt Richtung Westindien. Man fuhr mit hoher Geschwindigkeit an der Küste von Jamaika längs mit dem Zielhafen Kingston. Der Kapitän hatte entgegen dem Rat seiner Offiziere es abgelehnt, einen Lotsen an Bord zu nehmen.
Und in der Abenddämmerung, das Schiff fuhr sehr schnell, merkte plötzlich der Kapitän, dass er einen Navigationsfehler begangen hat. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit Richtung Küste. Man hatte dann noch versucht, das Schiff aufzustoppen, aber es lief dann mit voller Geschwindigkeit auf ein Riff direkt an der Küste rauf. Man hatte dann versucht, dieses Schiff noch wieder frei zu bekommen, was leider dann misslang. Und ja, nach 10 Minuten hat der Kapitän Brunswick dann die Brücke verlassen, war in seine Kabine gegangen und er hat sich dann dort erschossen. Die Offiziere haben dieses dann vor der Mannschaft und vor den Passagieren natürlich geheim gehalten. Man hat die Mannschaft beruhigt und die Passagiere vor allen Dingen hat gesagt, dass die Lage dieses Schiffes gar nicht weiter schlimm ist. Man wollte die Nacht abwarten und wollte am nächsten Tag dann wieder versuchen, freizukommen. Am nächsten Morgen, beim Morgengrauen, hatte man dann die Rettungsboote zu Wasser gelassen, hatte eine lange Kette mit diesen Rettungsbooten gebildet zum Land hin, sodass die Luxuspassagiere mit ihrem kostbaren Gepäck über diese Rettungsboote trockenen Fußes bis an Land gelangen konnten. Nachdem alle Passagiere evakuiert waren, hatte man dann einen neuen Versuch unternommen, dieses Schiff freizuschleppen. Und da war der kleine Kreuzer Bremen noch zur Hilfe gekommen. Aber das musste irgendwann dann abgebrochen werden, weil das Wetter wurde sehr schlecht und es bestand die Gefahr, dass auch dieser Kreuzer Bremen auf das Riff lief. Und so hatte man dieses Schiff dann zunächst aufgegeben. Man hatte dann einen Tag später dieses Schiff wieder inspiziert. Man musste dann leider feststellen, durch diesen Wellengang und den heftigen Wind war dieses Schiff noch weiter auf das Riff draufgetrieben worden. Es hatte Leck geschlagen, es hatte sehr viel Wasser genommen und die Maschinen waren aus ihrer Verankerung gerissen. Und so musste dieses Schiff dann 3 Tage später, am 19. Dezember 1906, leider aufgegeben werden. Es gab dann einen kleinen Nachfolger. Man hatte von den Engländern die Oceana gekauft. Das war ein ähnlich kleines Schiff, was die gleiche Silhouette hatte. Nämlich es war wie eine Yacht vollzogen. Und so war diese Oceana dann das Nachfolgeschiff von der Prinzessin Victoria Luise, dem ersten gebauten Kreuzfahrtschiff dieser Welt.